Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf dem Dotenloop-Kanal. Ist nicht verloren. Die Vergangenheit lebt in uns weiter. Kodiert in der Doppelhelix verbergen sich die Erinnerungen unserer Vorfahren. Nach 3 Jahrzehnten der Forschung haben unsere Ingenieure das modernste biotechnologische Interface geschaffen. Helix ist nun bereit, Ihnen die wichtigsten Momente der Weltgeschichte per Knopfdruck in Ihr Wohnzimmer zu bringen. Das ist die total immersive Unterhaltung. Die wichtigsten Momente der Weltgeschichte stehen Ihnen nun per Knopfdruck zur Verfügung. Und kommen zu Ihnen nach Hause. Willkommen bei Helix. Wo die Geschichte Ihr Spielplatz ist. Und willkommen zu Assassin's Creed Unity. Zu dem von mir wahrscheinlich meist erwarteten Spiel überhaupt. Und das verwirrt mich jetzt etwas, denn das sind alles Charakter aus vorherigen Spielen. Wie zum Beispiel Assassin's Creed 2, 4. Und daneben ist zum Beispiel Liberation. Das ist etwas verwirrend. Jacques de Molay, der letzte der heldenhaften Tempelritter, war ein Mann mit Grundsätzen. Ein großer Geist von jenen hintergangen, denen er vertraute. Erleben Sie in dieser Folge von Gefallene Helden Jacques de Molays tragische letzte Stunden, gesehen durch die Augen eines seiner engsten Freunde und seines Ratgebers. Natürlich steht da nicht das gleiche wie im Text, also der liest nicht das gleiche vor wie im Text, der da auf dem Bildschirm steht, was wahrscheinlich Übersetzungsfehler sind, aber egal. So, wir spielen auf dem PC auf, ich meine, es sind ultra hohe Einstellungen, also auf fast das Beste, was geht, sozusagen. Deshalb muss ich leider auch niedrigere Frameraten hinnehmen, deshalb könnte es zwischendurch mal ruckeln. Und es ist kein Let's Play im eigentlichen Sinne, denn die ersten 6 Stunden Aufnahme habe ich leider meine Audiospur nicht aufgenommen und muss das jetzt alles nachkommentieren. Wer ist da? Ein Freund des Tempels. Florak. Der Urteilsspruch des Rats war eindeutig. Ihr seid hier nicht willkommen. Ich muss mit dem Großmeister sprechen. Er ist beschäftigt, wie die anderen. Vielleicht ein andermal. König Philipp sieht das anders. Verflucht, Mann. Na, bin ich schon im Kerker verrottet? Ich verstehe es kaum. Schön ist es auch immer, wenn man dann spricht, wenn man schon tot ist. Man hat uns verraten. Zieht die Schwerter! Verteidigt den Tempel! Nicht ihr, Bruder. Für euch habe ich was anderes. Kommt mit. Das ist unser geliebter de Molay. So, und es geht los. Die Assassinen. Ich dachte, die Mongolen hätten ihre Macht vor Jahrzehnten gebrochen. Die Assassinen sind älter als Masyaf, mein Freund. Ihre anarchischen Ideale sind ansteckend wie die Pest. Noch schwieriger auszulöschen. Okay, das ist auch einer der wenigen. Doch eilt ihr euch, retten wir den Orden. Was muss ich tun? Geht zum Turm. Nehmt Schwert und Buch. Versteckt sie. Die Assassinen dürfen sie nicht finden. Geht! So, jetzt aber. Das ist auch eins der wenigen Spiele, was ich direkt zu Release oder relativ nah am Release gespielt habe. Also ich habe es am Release gespielt. Hab dann 6 Stunden aufgenommen, ursprünglich für einen anderen Zweck, ja. Hab dann gemerkt, dass das nicht funktioniert und wollte die Aufnahmen jetzt nicht wegwerfen. Das wäre ziemlich schade, deshalb muss ich das jetzt nachvertonen.
und mache sozusagen weiter. So. Ja, wir spielen halt. Ich meine, wir müssten Jacques de Molay. Nein, wir spielen nicht Jacques de Molay, sondern seinen Vertrauten. Und wir sind ein Templer. Und ja, was als erstes auffällt. Wir sind nicht in der Renaissance. Oder in der Französischen Revolution. Und obwohl die Zugbrücke runtergegangen ist, steht da eine Leiter am Fenster, was ja total unlogisch ist. Irgendwie so. Aber egal. Ich liebe das Spiel. Ich stand um 9 Uhr am Saturn dafür und habe dann da wirklich angestanden, um das Spiel zu holen. Naja. Und ich muss sagen, es sieht verdammt hübsch aus. Also es sieht wirklich verdammt, verdammt hübsch aus. Mit den ganzen Lichtern und so weiter. Ich muss sagen, das einzige Spiel, was noch da drüber kommt von der Grafik, was ich bis jetzt gesehen habe, sagen wir mal so, ist Far Cry 4 und Crysis 3. Obwohl Crysis 3 wahrscheinlich nicht mehr, aber sieht schon genial aus. Und das ist jetzt ein neues Kampfsystem. Denn man kann jetzt auch ausweichen, was ich jetzt wahrscheinlich gleich tun werde. Nein. Okay. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich machen will. Achso, ja genau, ich wollte das Parieren mal ausprobieren. Denn es ist jetzt irgendwie ein... Was war das? Das war wahrscheinlich so eine Blendgranate, egal. Das neue Kampfsystem ist halt, naja, es sieht ziemlich langsam aus, sagen wir so. Und das Parieren und das Ausweichen gab es bei den alten Spielen, soweit ich weiß, nicht. Naja, wir haben unser geiles Schwert inzwischen. Was richtig geil ist. Und verstecken jetzt. Ja, stimmt. Wir gehen in die Katakomben. Am Anfang habe ich hier gedacht, das wären die aus Masyaf. Aber Masyaf sind ja Assassinen, nicht die Templer. Und verstecken das Schwert zwischen zwei Steinstatuen. Sehr, sehr sinnvoll. Okay. Und ja, das war's mit uns. Spiel ist vorbei, sie sind tot. Würde ich mal sagen. Das war unser Ende. Oder nicht? Zumindest wird jetzt. Hört mich an! Noch vor Ende des Jahres werdet ihr vor dem Richtstuhl Gottes stehen. Und ihr, König Philipp, für die schmachvolle Schändung des Tempels kann keine Bestrafung schrecklich genug sein. Ach, seid verflucht! Verflucht bis in die 13. Generation! Verflucht sollt ihr sein! Ich glaube, das interessiert ihn richtig. Sichtlich wenig. Von den Flammen des Zorns verschlungen,
fand das Zeitalter der großen Weisheit ein schmerzhaftes Ende. Die Tempelritter, einst stolze Bewahrer von Ordnung, Frieden und Erkenntnis, gab es nicht mehr. Ja, lass einen Sniffer laufen. Wenn Abstergo uns anpingt, hol mich raus. Okay. Ich habe ein Bild. Hallo. Du bist bestimmt verwirrt, also mache ich's kurz. Ich bin Bishop. Nicht wirklich, versteht sich. Aber mehr verrate ich heute nicht. Bitte hör gut zu. Abstergo will dich benutzen, um mithilfe deiner Neuronen genetische Erinnerungen zu durchforsten. Die Typen haben ihre Finger bereits in Zahlen. Regierungen, Pressekanälen und NGOs. Aber jetzt wollen sie die Kontrolle über die Geschichte. Macht dich das nervös? Dann ist gut. Aber wir werden sie stoppen. Und ich brauche deine Hilfe. Deacon, lade Gensequenz AD16, B13, I87. Ja, ist gleich soweit. Letzte Woche erhielten wir Zugang zu einem Satz nicht sequenzierter Erinnerungen auf den Helix-Servern. Zunächst wirst du dir eine kleine Probe ansehen, damit du verstehst, wofür wir kämpfen. Und danach kannst du selbst entscheiden, was passieren soll. Wir warten. Ich finde es ja richtig cool, dass sie das jetzt wie bei Liberation schon, was ich ja schon gespielt habe, als Videospiel aufziehen. Also richtig schön hochsetzen, Videospiel drauf, fertig. Macht auch Spaß, dann das Spiel zu spielen. Und ja, ich vermisse es irgendwie, dass man wie zum Beispiel bei 4 oder bei 3 oder Revelations oder sowas, dass man so ein bisschen woanders ist. Also nicht in dieser Spielwelt. Zum Beispiel, dass man mal in Rio de Janeiro ist oder sowas. Arno? Kann ich nicht mitkommen, Vater? Nur Mut, mein Junge. Du wartest hier. Ich komme wieder, wenn dieser Zeiger ganz oben steht. Das dauert ja ewig. Nicht so lange wie natürlich. Und wenn ich zurückkomme, sehen wir uns das Feuerwerk an. Ach, das ist doch süß. Keine Abenteuer, ja? Ja, Vater. Als ob wir Abenteuer machen würden in so einem riesigen Schloss. Ja, und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns auch. Ja, verabschieden wir uns. Das ist der Sonnenkönig. Ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Oh. Vielleicht auch nicht. Doch, ich würde sagen, wir verabschieden uns für heute. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich mache dann direkt hier weiter. Haut rein. Ja.